Glauben Sie, er schlägt diese Woche jetzt erst noch mal bei Bayern auf zum Trainingsauftakt? Das war doch jetzt ein lautes Signal nach Liverpool. Und wenn heute und morgen noch nichts kommt, dann sagt er, okay, dann muss ich es euch noch deutlicher machen. Also ich muss mich fit halten. Die Bayern haben mir kein Hausverbot erteilt, sondern im Gegenteil. Also geh ich trainieren. Und ich trainiere da, wo ich immer trainiert habe. Und wenn ich den Spind nicht ausräumen muss, dann lassen wir das. Dann ist das alles kein Problem. Kuban wird sich in Barcelona auch noch mal überlegen, ob Wijnaldum oder Thiago die Nummer ist. Wen würden Sie nehmen, wenn Sie die Wahl hätten? Und das Kleingeld? Ich weiß nicht, wie er es bauen will. Thiago ist sicher ein anderer Spielertyp als Wijnaldum. Wijnaldum ist ein braver Soldat, der dir sehr hilft im Mittelfeld. Thiago ist schon eine andere Nummer. Die Frage wird also, wen denn der Kollege Messi gerne um sich herum hätte. Und das ist nicht zuletzt ein Entscheidungskriterium in Barcelona. Immer schon gewesen, wird es auch bleiben. Nein, das Thema Barcelona, lass mal gut sein. Es wird Liverpool werden. Wir werden in einer Woche Vollzug vermelden. Wunderbar. Und in Liverpool werden sie sagen, ja, wir haben es halt noch mal ein bisschen probiert. Aber